Hallo Freunde, hier ist wieder euer Uwe von der Fahrschulshow. Ja, heute begrüße ich euch zu Teil 2, schwierige Prüfungsecken der Prüfungsstadt Papenburg. Recht herzlichen Dank an die Fahrschule Marc Neubauer. Der liebe Marc und ich, wir haben gemeinsam die Prüfungsecken für euch abgegrast und auf Video gebracht. Viele Grüße an alle Emsländer Fahrschüler. Guckt euch die Ecken gut an. Macht dort in der Prüfung bitte keine Fehler. Begeistert euren Prüfer. Viel Spaß dabei und viel Erfolg in eurer Fahrprüfung. Ja, Freunde, es geht wieder los hier in Papenburg. Wir fahren so schön am Kanal an dem Schiffchen vorbei und möchten gleich links über die Brücke und sofort dann wieder rechts in Richtung Mühle abbiegen. Wir befinden uns auf der Vorfahrtsstraße, wie man sieht. Wir ordnen uns hier nicht links im Gegenverkehr ein, da wir uns ja, wie man sieht, nicht in einer Einbahnstraße befinden. Hier machen Fahrschüler dann teilweise noch einen Fehler. Und zwar wollen viele dann auch noch die Fahrzeuge von rechts oder von links durchlassen. Das wäre aber nicht korrekt. Wie ihr gesehen habt, befinden wir uns auf einer Vorfahrtsstraße. Somit müssen die von rechts und links kommenden Fahrzeuge warten, weil wir Vorfahrt haben. Wir müssen also lediglich den Gegenverkehr hier durchlassen, machen dann noch einen Schulterblick und können dann im relativ großen Bogen über die Brücke fahren. So, wir kommen nochmal an diese Straße rein, diesmal mit Vorfahrt 8 hier aus der 30-Zone raus. Und wir wollen wieder links abbiegen. Und hier hat man extrem schlechte Sicht an dem Radweg. Da müsst ihr wirklich vorsichtig sein und rechts und links am Gebüsch und an den Hausecken erstmal gut gucken und den Oberkörper weit vorbeugen, um überhaupt da was sehen zu können. Dann müssen wir uns so ein bisschen vortasten, um dann den fließenden Verkehr einsehen zu können. Da wir links abbiegen, müssen wir natürlich auch auf Gegenverkehr achten. Und da ist die Mühle, vielleicht ist das mal so eine Eselsbrücke. Da hinten geht es ja zur BBS und da kommen gerade zur Mittagszeit viele Radfahrer und auch Autos dann oben da bei der Mühle. Die kommen dann hier nochmal über die Brücke und da müssen wir also auf den Gegenverkehr dann achten. Ja? Das bitte nicht vergessen. Ja, dann geht es hier weiter am Kanal und wir fahren jetzt auf das AOK-Stoppschild zu. Oh Freunde, ja, da müsst ihr aufpassen, die AOK-Kreuzung hier. Wir wollen links abbiegen. Hier sehen wir das Stoppschild und unten sind die Richtungspfeile. Wir ordnen uns zum Linksabbiegen zur Insel ein. Müssen dann natürlich auf jeden Fall an der Haltlinie stoppen. Das ist die Haltlinie mal wieder vor dem Stoppschild angesiedelt. Und wenn ihr dann richtig gestoppt habt, dann müssen wir uns nach vorne tasten. Und da sind so viele Linien, da weiß man gar nicht, bis wo weit man sich vortasten darf. Ich habe das hier mal versucht darzustellen. Wenn ihr gestoppt habt, dann tastet ihr euch nach vorne an die zweite rote Linie und passt ein bisschen auf, dass ihr da nicht mitten auf dem Radweg, diesem Sonderweg für Radfahrer und Fußgänger zum Stehen kommt. Ich habe das in blau markiert und da passt locker ein kleines Auto noch rein. Und da könnt ihr euch dann hinstellen und nochmal richtig am Querverkehr gucken. Viele wissen da nicht so genau, wie weit sich vortasten dürfen. Man sieht es ja genau an dem silbernen Auto, der sich da bis nach vorne rangemogelt hat. Also gut, wir haben gestoppt und mogeln uns jetzt nochmal an die Sichtlinie ran, da der Querverkehr ja Vorfahrt hat. Und dann natürlich beim Linksabbiegen nicht nur rechts und links gucken, sondern den Gegenverkehr nicht vergessen, Freunde. Das wisst ihr immer wieder beim Linksabbiegen. Und wenn dann alles frei ist, können wir hier abbiegen und zu guter Letzt aber auch nochmal gucken, ob die Ampel nicht gerade noch rot geworden ist, oder bis wir da nochmal anhalten müssten. Wir fahren noch einmal auf die AOK-Kreuzung zu, diesmal aus der anderen Richtung, aus der Goethestraße. Hier haben wir Vorfahrt 8 und gucken zunächst am Radweg. Falls ihr hier rechts abbiegen sollt, achtet ihr bitte auch auf Radfahrer hinter der Hausecke und natürlich auch auf die Ampel, die eventuell rot werden könnte, sodass wir an der Haltlinie dann noch einmal anhalten müssten. Falls ihr an dieser Kreuzung links abbiegen sollt, so haben wir dort auf der anderen Seite auch eine Ampel. Die habe ich euch da jetzt gerade mal markiert. Und wenn dort jetzt rot sein sollte, so fahren wir bitte nicht bis an die Ampel, an die Haltlinie, denn dort ist relativ wenig Platz, sodass wir dann sehr, sehr leicht den Gegenverkehr behindern könnten. Das wäre nicht so gut. Hier empfiehlt es sich doch dann bei Rot besser hier vor der Kreuzung, wo wir jetzt gerade noch stehen, zu warten. Die Haltlinie bei der Ampel wäre dann nur eine Notlösung, falls es gar nicht anders mehr machbar wäre, ne? Ja, dann, wenn
rechts und links dann mal alles frei ist. Den Oberkörper, den beugen wir schön vor, dass wir an den Hausecken auch nochmal was sehen können. Und wenn dann alles frei ist, achten wir natürlich auch nochmal auf den Gegenverkehr, wenn wir links abbiegen. Und der Gegenverkehr ist hier auch sehr leicht durch entgegenkommende Linksabbieger wieder mal verdeckt. Da muss man echt gut aufpassen. Wir befinden uns hier jetzt am Hauptkanal in Papenburg in Richtung Krankenhaus. An diesem Kanal befinden wir uns jetzt mal in einer Einbahnstraße. Die Fahrzeuge, die hier auf der linken, am linken Fahrbahnrand parken, deuten darauf schon hin, dass wir uns in einer Einbahnstraße befinden. Und hier erwartet uns jetzt gleich ein ziemlich unübersichtlicher Zebrastreifen, wo ihr bitte gut aufpasst. Wir halten mal kurz das Bild hier an. Hier sieht man schon das Schild Fußgängerüberweg. Und das Tückische ist hier, dass auf der linken Seite die parkenden Fahrzeuge die Sicht versperren. So kann man also da ziemlich schlecht sehen, wenn da mal Fußgänger oder Radfahrer sich nähern am Zebrastreifen. Und links, ja, also zwischen diesen parkenden Fahrzeugen, da sieht man da auch noch so eine Fußgängerbrücke. Und da kommen also gerne Fußgänger rübergelaufen oder auch Radfahrer rangefahren, die sich dann dem Zebrastreifen nähern. Also da wirklich gut aufpassen. Dann haben wir auf der ganz anderen Seite, ganz rechts dort, da ist das sogenannte Carré, das ist so eine Einkaufspassage. Und da kommen also gerne die Fußgänger ziemlich flott rausgelaufen und peilen dann so direkt den Zebrastreifen gerne an. Also ihr müsst wirklich sehr gut aufpassen. Bei so extrem schlechter Sicht am Zebrastreifen muss man eventuell auch mal rechtzeitig bremsen und auch mal vielleicht einen Gang zurückschalten. Wichtig ist, dass ihr dort eine richtige Blicktechnik an den Tag legt. Also ganz gefährlich ist das, wenn man da jetzt nur so aus den Augenwinkeln versucht zu lauern. Einige wollen dann wirklich nur so von Bordstein zu Bordstein so ein bisschen gucken, das wäre zu wenig. Ihr müsst also wirklich rechtzeitig hier gründlich und großzügig gucken. Das heißt, dass man wirklich hier beim Ranfahren schon die Sichtlücken nutzt und dass man auch wirklich darauf gefasst ist, dass da rechts aus der Einkaufspassage mal ein Fußgänger rausgelaufen kommt. Wichtig ist, dass man die entsprechende Erwartungshaltung hat am Zebrastreifen. Wenn ihr dann nur aus den Augenwinkeln so hin und her guckt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man am Zebrastreifen irgendwann mal Fehler machen wird. Man muss also wirklich die Augen, ich sage mal so hin und her scannen, dass man den Kopf auch wirklich ein bisschen hin und her bewegt, um großzügig diesen Nahbereich des Zebrastreifens auch einsehen zu können. Was dann vielleicht noch so eine Sache ist, wenn man so andere Autofahrer sieht, die nehmen das manchmal am Zebrastreifen nicht ganz so genau. Ja, da kommt dann vielleicht ein Fußgänger, der ist noch so, naja, das ist dann so ein Grenzfall, sag ich mal. Da fahren dann andere Autofahrer noch schnell durch, weil sie es eilig haben. Das solltet ihr in der Prüfung vielleicht doch besser anders machen. Wenn das so grenzwertig ist, dann halten wir doch lieber an. Richtig große Lücken dürft ihr natürlich auch dort nutzen, aber so Grenzfall dann warten, weil da können wir da wirklich dem Prüfer auch mal eine gute Verkehrsbeobachtung beweisen und auch ein gutes Reaktionsvermögen. Ja, nachdem wir hier gut geguckt haben, langsam ran und wieder zügig weg. Ansonsten ist ja hier wieder 50 erlaubt und wir wollen dann gleich links abbiegen. Hier ist die Verkehrsführung so ein bisschen schwierig. Wir müssen hier, sieht man die Richtungspfeile auf dem Boden, müssen wir uns links einordnen rechtzeitig mit Spiegelblinker und Schulterblick. Und dann haben wir eine eigene durchgehende Spur. Da ist die durchgezogene Linie wichtig. Die trennt also da den entgegenkommenden Verkehr. Schön links kommen und links bleiben, weil jetzt auf der anderen Seite vom Kanal wieder eine Einbahnstraße ist. Dann sehen wir auf dem Boden eine Sperrfläche mit Spiegel, Blinker und Schulterblick rüber. Dann sind wir auf der anderen Seite von diesem Zebrastreifen, den wir gerade schon mal gesehen haben. Ja, und weil diese Verkehrsführung hier um diesen Kanal so ein bisschen tückisch ist, gucken wir uns das Ganze nochmal aus einer anderen Kameraperspektive an. Diesmal hier mit meiner Fisheye-Kamera. Da haben wir den Zebrastreifen und hier biegen wir wieder links ab, machen dann Spiegel, Blinker und Schulterblick rechtzeitig einordnen. Hier sieht man dann gleich vielleicht die durchgezogene Linie auch noch mal etwas besser. Dass wir da bloß nicht da durchziehen. Ja, ihr bleibt schön links, wenn man von einer Einbahnstraße in die nächste kommt und biegt links ab, dann ist ja das Motto links kommen, links bleiben. Und dann erst gegen Ende hier dann auf jeden Fall nicht über die durchgezogene Linie mit Spiegelblinker und Schulterblick
einordnen. Und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr vor lauter Schulterblick hier im Reißverschlussverfahren nicht den Zebrastreifen überseht, den wir ja vorhin auf der anderen Seite schon mal gesehen haben, was wir auch dort gründlich gucken an dieser schönen Fußgängerholzbrücke. Wir möchten bitte an der Ampel links abbiegen. Oder wie einige Prüfer sagen, bitte an der Lichtzeichenanlage links abbiegen. Da wir uns in der Einbahnstraße befinden, müssen wir uns dann gleich hinter den parkenden Autos wieder links einordnen. Ihr seht wieder die Richtungspfeile hier auf dem Boden. Und da müsst ihr ein bisschen aufpassen, möchte der Prüfer die nächste links, das wäre gleich hier vorne um den Kanal drumherum, da könnte man dann quasi wieder so umkehren. Oder möchte der Prüfer an der Ampel links, das ist ja ein Unterschied, da müsst ihr genau zuhören. In diesem Fall möchten wir an der Ampel links und wir haben grün, guckt noch einmal zur Ampel, dass die Ampel nicht mittlerweile umspringt. Wir fahren bei grün zur Mitte und dort warten wir natürlich auf unseren Gegenverkehr. Und während wir auf unseren Gegenverkehr warten, kann man wunderbar die Zeit nutzen, um jetzt hier an der Seite den Radweg schon mal abzuchecken mit einem Schulterblick. Ihr kennt den Spruch, Wartezeit ist Vorbereitungszeit. Und hier hat man also gerne mal Radfahrer. Es geht nicht um das Auto, was da ist. Da braucht ihr ja keine Angst haben, weil wir hatten ja grün und muss er warten. Es geht also darum, den Radweg, den sogenannten Parallelverkehr, der dort Vorrang hat. Und was ganz schlecht wäre, wenn wir dann schon mal so halb links rumfahren und müssten dann noch bremsen, um Radfahrer durchzulassen. Denn dann würden wir mitten im Gegenverkehr stehen. Deswegen bitte erst gucken, dann abbiegen. Ja, und wenn der Radweg frei ist und keine Fußgänger von vorn oder von hinten kommen, dann können wir dort abbiegen und wieder relativ zügig beschleunigen. Ja, Freunde, wo sind wir denn hier? Wieder am Kanal, an der Wieg. Hier waren wir doch vorhin schon mal in Richtung Mühle. Wir wollen links über die Brücke und anschließend wieder rechts abbiegen. Wir haben gesehen, dass wir uns auf einer Vorfahrtsstraße befinden, fahren dann zur Mitte, lassen natürlich den Gegenverkehr durch, Schulterblick und dann gleich sofort rechts blinken. Einmal umgucken. Nach links ist hier eine Sackgasse. Das können wir uns mal sparen, da jetzt reinzufahren. Und biegen dann hier ab. Und das ist schon wieder die Mühle, die schöne Holzmühle auf der linken Seite. Und dort geht es jetzt links rein in den Fahnenweg. Schöne Grüße an alle BBS-Schüler in Papenburg. Ihr kennt den Fahnenweg, da geht es in Richtung BBS. Und hier war jetzt gerade kein Schild, somit war 50 erlaubt. Aber Vorsicht, es lauert gleich ein 30er Schild, da haben wir nochmal Achtung Kinder, das Verkehrszeichen. Da müssen wir auch aufpassen und deswegen jetzt wahrscheinlich auch die 30 da oben. Das Zusatzschild war jetzt auf der Kamera schlecht zu lesen, da steht drunter 30 von 7.30 Uhr bis 16 Uhr. Wir befinden uns auf der Vorfahrtsstraße, wie wir gesehen haben. 30 mit Vorfahrtsstraße. 7.30 Uhr bis 16 Uhr, das gilt natürlich auch in den Ferien. Da werden Fahrlehrer immer danach gefragt, gilt das auch in den Ferien? Aber selbstverständlich, sonst müsste es extra drunter stehen. Und 7.30 Uhr bis 16 Uhr, das ist höchstwahrscheinlich so die Zeit, wo häufig die Prüfungen dann auch stattfinden. Und hier geht es dann Richtung BBS. Wir sind immer noch mit 30 km/h hier auf der Vorfahrtsstraße bei der BBS unterwegs. Und wir wollen links auf den BBS-Parkplatz. Das könnte sein, dass der Fahrprüfer dort mal die Grundfahraufgabe mit euch machen will. Und da haben wir schon mal eine kleine Besonderheit wieder. Diese Einfahrt, wie ihr hier seht, da haben wir ein Verbotsschild. Verbot der Einfahrt, da dürfen wir auf gar keinen Fall reinfahren. Das heißt, wir müssen uns da den Eingang suchen. Wo ist der Eingang von dem BBS-Parkplatz? Fahren ein Stückchen weiter. Da links geht's dann auf den Parkplatz. Spiegel, Blinker, Schulterblick. Natürlich den Gegenverkehr nicht vergessen, Freunde, wie immer beim Linksabbiegen. Jawohl. Und da haben wir das Schild Einbahnstraße. Einbahnstraße auf dem Parkplatz. Und wir fahren dann gleich links und dann suchen wir uns dort eine Parklücke zum rückwärts einparken. Ja, es geht mir hier gar nicht um das Einparken an sich. Ich möchte auf was ganz anderes hinaus. Es kann also sein, dass ihr jetzt hier eure Grundfahraufgabe gemacht habt und der Prüfer sagt, jawohl, das haben sie fein gemacht, dann verlassen sie den Parkplatz wieder und dort links ist das die Falle.
ein Verbotsschild, was aber gut zu sehen ist, finde ich. Da dürfen wir nicht raus, denn der Ausgang befindet sich auf der anderen Seite. Also dürfen wir hier nur rechts abbiegen und suchen uns dann den Ausgang. Im Hinterkopf haben wir noch das Schild Einbahnstraße. Das könnte uns ja nochmal wieder wichtig sein, wenn der Prüfer nämlich jetzt sagt, wir verlassen den Parkplatz nach links. Und jetzt müssen wir das noch im Hinterkopf haben, dass wir uns in der Einbahnstraße befunden haben. Somit müssen wir uns zum Linksabbiegen links einordnen. Wir machen das Ganze vorsichtshalber nochmal von der anderen Seite kommend. Wir kommen jetzt von der Ampel quasi und wollen jetzt rechts auf den BBS-Parkplatz. Gucken wir nochmal, ob das nicht die Einfahrt mit dem Verbotsschild war. Nein, von der anderen Seite war das jetzt hier korrekt. Hier sieht man das etwas schlecht. Na, man muss sich schon umgucken, dass man das Einbahnstraßenschild auch wahrnimmt. Dann habt ihr die Falle auf dem BBS-Parkplatz. Denke ich auch intus. Freunde, das Ganze sind alles Momentaufnahmen. Verkehrsführungen können sich jederzeit ändern. Es kann durchaus das Einbahnstraßenschild weggenommen werden und dann dürfen wir uns auf einmal nicht mehr links einordnen. Ja, ich kann das immer euch hier nur so zeigen, wie es jetzt zum Zeitpunkt der Filmaufnahmen ausgesehen hat. Also keine Garantie dafür, dass sich das nicht auch mal ändern kann, ne? Ja, und wir wollen wieder links abbiegen und das haben wir gerade schon gesehen. Wir haben im Hinterkopf, dass wir uns auf einer Einbahnstraße befinden, deswegen müssen wir uns dort wieder mal links einordnen. So, und wir verlassen jetzt hier endlich den BBS-Parkplatz und fahren Richtung Kirchstraße, Richtung Ampel. Ja, viele BBS-Schüler haben Hunger nach der Schule und wissen, der kürzeste Weg Richtung Meckes ist hier geradeaus. Aber das ist verboten, Freunde. Es besteht Durchfallergefahr. Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts oder links. Achtet auf die Richtungspfeile, achtet auf das blaue Schild. Lasst euch nicht vom Vordermann mitziehen. Hier kommt das wohl mal vor, dass euer Vordermann sich nicht an die Regel hält und dann doch mal verbotenerweise geradeaus fährt. Falls der Prüfer euch den Weg nicht ansagt, müsst ihr hier rechtzeitig fragen. Ja, der will sehen, dass ihr das Schild wahrgenommen habt. Und wenn ihr dann links abbiegen sollt, nochmal wieder aufpassen, dann müsst ihr eventuell in der Mitte anhalten, denn verdeckte Sicht auf den Gegenverkehr. Ja, mit dem Gelben könnte man theoretisch gleichzeitig voreinander abbiegen, wie ihr wisst, aber der Gelbe verdeckt die Sicht auf den entgegenkommenden Geradeausfahrer. Und diese verdeckte Sicht auf den Gegenverkehr durch entgegenkommende Linksabbieger ist eines der Hauptursachen, um beim Linksabbiegen durchzufallen. Da müsst ihr also wirklich aufpassen und notfalls lieber eben in der Mitte warten, bis ihr euch sicher seid. Und dann nach dem Schulterblick noch können wir hier abbiegen. Ja, Freunde, das war's mal wieder für heute von der Fahrschulshow. Vielen Dank fürs Zuschauen und nochmal recht herzlichen Dank für die vielen netten Kommentare von euch. Das ist sehr sympathisch und motiviert uns sehr, weiterzumachen. Falls ihr eure Stadt auch gerne auf Videos aufgenommen haben wollt, so schreibt's in die Kommentare, in welcher Stadt ihr von eurem Fahrlehrer ausgebildet werdet. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao, euer Uwe von der Fahrschulshow.